Sommerferien. Ich liebe Sommerferien. Und ja, ich liebe es auch, weil keine Schule ist, weil wir Zeit haben, mit Freunden was zu machen. Aber ich liebe es auch, weil ich Zeit habe, um mich meinen eigenen Projekten zu widmen und was Cooles zu machen, für was ich sonst vielleicht keine Zeit habe. Und dieses Jahr wird es für euch auch sowas geben, so ein cooles Projekt. Und was das coole Projekt ist, werden wir heute herausfinden, beziehungsweise werde ich euch gleich vorstellen. Willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Lara Emily und ich mache dieses Jahr eine Smart Girl Summer Reihe, wo ich euch in meinem Sommer mitnehme und zeige, wie ihr den besten Sommer eures Lebens haben könnt. Vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, um dabei zu sein. Das ist das Einzige, was ihr tun müsst. Abonnieren klicken innerhalb von 2 Sekunden und du bist dabei. Yay, let's go! Idee Nummer 1, ein Krimi-Dinner machen. Ihr könnt so ein Krimi-Dinner-Set ganz einfach im Internet bestellen und dann kommt zu euch nach Hause so eine Art Spiel, was ihr auspacken könnt. Und jeder, der mitmacht, also sei es in eurer Familie oder mit euren Freunden, ist eine bestimmte Person. Und dann spielt ihr eben so einen Krimi zu Hause. Jeder spielt eine Rolle und zieht sich am besten auch so an wie diese Rolle eben und performt und schauspielt in diese Rolle. Und einer von euch ist der Mörder. Aber das wisst ihr nicht. Und ihr müsst eben diesen Krimi, diesen Fall lösen. Andere Spiele dieser Art sind zum Beispiel auch Escape Rooms. Die kann man eben richtig machen, wenn ihr irgendwo hinfahrt zu einem Escape Room. Habe ich auch schon mehrmals gemacht, immer extrem fun. Oder ihr bestellt euch auch so eine Art Escape Room nach Hause. Gibt's auch ganz viele Spiele mittlerweile. Oder drittens, was ich auch oft auf TikTok sehe, ist so richtige Fälle zu bestellen, wo man dann so richtig viele Polizeiakten und sowas bekommt und dann versuchen muss, den Fall zu lösen. Ich glaube, ich auch richtig cool, habe ich noch nie gemacht, oder will ich auch auf jeden Fall mal machen diesen Sommer. Gibt es bei euch auch so Filme, die ihr immer wieder hört, über die wir alle reden, aber die ihr einfach nicht geguckt habt? Bei mir ist das zum Beispiel Harry Potter. Jetzt no joke, aber ich habe noch nie Harry Potter geguckt. Nur irgendwie mal so in der Schule, als wir so mit irgendwie Lehrern, die keinen anderen Unterrichtsstoff hatten, so geguckt haben. Aber ich habe es for real, also ich erinnere mich nicht daran, dass ich irgendwann mal Harry Potter geguckt habe. Ein bisschen weird, oder? Ich habe zum Beispiel hier die Filme von Audrey Hepburn, zum Beispiel auch Breakfast at Tiffany's, also Frühstück bei Tiffany's. Und das ist auch so ein Film, den... Davon hat man schon mal gehört, aber ich vielleicht nicht angeguckt. Falls du es noch nicht angeguckt hast, dann mach auf jeden Fall Audrey Hepburn Fan. Die vierte Idee ist eben Klassikern zu gucken, um dein Allgemeinwissen zu stärken. Und dabei ist eben auch noch entspannt und voll interessant. Also, beste. Die nächste Idee ist, eine neue Sprache zu lernen. Ich persönlich spreche bzw. lerne Deutsch, Englisch, Spanisch und Koreanisch. Und ich habe mir Koreanisch auch 2 Jahre lang komplett selbst beigebracht. Und wirklich, wenn ihr schon die 1000 meistbenutzten Wörter kennt und die basic Grammatikstruktur, dann werdet ihr ja schon in der Lage sein, einfache Konversationen zu führen. Und ist das nicht super cool, einfach 6 Wochen lang jeden Tag so ein paar Vokabeln zu lernen und dann einfach am Ende des Sommers eine neue Sprache sprechen zu können. Natürlich könnt ihr auch, falls ihr Ressourcen dazu habt, Privatstunden nehmen. Das geht zum Beispiel online, zum Beispiel auf iTalki, da habe ich es immer gemacht. Oder eben ihr guckt, ob ihr einen Privatlehrer oder eine Privatlehrerin findet für zu Hause. Das mache ich nämlich gerade für Spanisch. Es ist ein bisschen cringe, aber ich wohne in Berlin und ich war bei voll vielen Sightseeing Points einfach noch nie. Seit 17 Jahren wohne ich in Berlin und ich war noch nie bei der Sieges... Nein, bei der Sieges... Ja, genau. Nein, wo war ich noch nie? Auf dem Fernsehturm war ich noch nie. Und deswegen ist meine nächste Idee, mal eure Stadt zu erkunden oder eben die nächste Großstadt zu erkunden, wo ihr in der Nähe wohnt. Und das macht ihr aber nicht normal oder müsst nicht normal machen. Was ich diesen Sommer mache, ist Side-Running. Also Side, die Sehenswürdigkeiten, und Running, Rennen. Wie ihr auf TikTok vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich jetzt Joggerin geworden. Und 10 Kilometer durch Berlin zu rennen, ist auf jeden Fall eine produktive Idee, nach der man sich auch sehr accomplished fühlt. Und ja, das Gefühl danach ist auf jeden Fall die Belohnung. Vor allem dabei sieht man auch Dinge, das ist auch total interessant. Weil ich finde irgendwie, dass es gar nicht so anstrengend ist, wenn man nebenbei immer Dinge zu sehen hat. Also Side-Running, wirklich... gut, wirklich gut, weil ich bin halt for real einfach 13 Kilometer das letzte Mal gerannt und es hat sich nicht angefühlt wie 13 Kilometer. Es war übrigens gerade nur ein Scherz, ich bin eigentlich keine so richtig gute Joggerin oder so, aber trotzdem habe ich es geschafft, weil ich einfach so ein bisschen abgelenkt war von meinen körperlichen Schmerzen, weil ich mir schon die Dinge angeguckt habe. Das war gut. Nächste Idee, schreib doch mal ein Gedicht. Ohne Witz, als ich vor 6 Jahren ungefähr angefangen habe mit Gedichte schreiben, klangen sie so schrecklich. Also das war wirklich so peinlich. Ja, ich will darüber gar nicht mehr nachdenken. Aber ich habe immer weitergemacht und ich habe dann tatsächlich auch vor 2 Jahren das erste Mal auf einer Bühne gestanden und habe dort ein Gedicht von mir vorgetragen und ich habe dann den ersten Platz gewonnen. Krass, ne? Also Poetry Slam. Fangt einfach mal an, Gedichte zu schreiben. Ihr müsst ja gar nicht Intention haben, zu Veranstaltungen zu gehen, wie zum Beispiel zu einem Poetry Slam, wo man eben seine Texte vortragen kann. Ist auch eine wirklich coole Möglichkeit, seine Gefühle irgendwie auszudrücken, seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Es ist schön. Und vielleicht könnt ihr es sogar mit der Welt teilen. Übrigens habe ich auch bei TikTok letztens wieder einen neuen Text von mir geteilt. Ja, könnt ihr gerne mal angucken. Kann man irgendwie erkennen, dass ich Haarreifen liebe?
Blair Waldorf-Style. Ein Ziel für mich dieses Jahr war es nämlich auch, neue Hairstyles auszuprobieren. Und das ist auch schon der nächste Punkt auf der Liste. Wie wäre es mal, so neue Styles auszuprobieren, sei es jetzt eben Hairstyles, Make-up-Styles, Klamotten-Styles, alles Styles. Ein weiterer guter Plan wäre, Kleiderschrank ausmisten. Oder, noch besser, Bücherregal ausmisten. Ja, ich habe gerade ein anderes Video gedreht, deswegen sind meine Bücher gerade ein bisschen unordentlich, wie immer eigentlich. Und ich habe auch noch eine nächste coole Idee, und zwar eure Bücher verkaufen. Ich verkaufe meine Bücher gerne, wenn ich sie gelesen habe, eben weil ich Bücher normalerweise nicht doppelt lese, um denen dann gerne ein neues Zuhause schenken möchte, ein neues Leben schenken möchte. Und ich mache das, keine Werbung, auf Rebuy. Da kann man mir auch seine Bücher hinschicken, dann können andere Leute die kaufen. Ich mache heute die ganze Zeit so, habe ich keine Worte mehr. Ich hab genug gesagt. Man braucht keine Worte mehr, um mich zu verstehen. Das reicht. Wie wäre es denn damit, Dokumentation anzugucken? Ich muss sagen, wenn ich auf YouTube gehe oder auf Netflix gehe, brauche ich ewig, um Dinge zu finden. Weil ich immer was gucken möchte, was einem schon entspannt, so ein bisschen Trash, aber eben auch nicht zu trashig ist, weil das mag ich auch nicht. Und deswegen gucke ich öfter gerne Dokumentation. Also falls ihr auch coole Empfehlungen habt für irgendwelche interessanten Dokus, dann schreibt sie in die Kommentare, verlinkt diese Dokumentation auf jeden Fall oder schreibt den Namen. Das würde mich sehr interessieren, weil das ist eine Sache, die produktiv ist, aber auch entspannend. Kennst du dieses Buch hier? Oder das Buch? Oder vielleicht das? Nein, das ist wirklich schlecht. Nein, Spaß. Das sind alles Klassiker, also alles Klassikbücher, die eigentlich auch jeder gelesen haben muss, würde ich mal sagen. Und ich habe mir so ein bisschen als Ziel genommen, dass ich in meinem Leben ganz viele, wenn nicht sogar alle, aber alles übertrieben, eigentlich alle, aber das ist wirklich übertrieben, glaube ich, alle Klassiker gelesen zu haben. Also alle klassischen Bücher, die man gelesen haben muss. Und ich bin schon ganz gut dabei. Es ist wirklich toll, wenn man mitreden kann. Ich muss wirklich sagen, es stärkt auch ein bisschen das Selbstbewusstsein, wenn man einfach weiß, okay, ich kenne die Literatur, ich kann in Gesprächen mitreden. Und dazu ist es halt noch voll spannend und es gibt echt gute Klassiker. Also wieder mal hier, gibt's den Daumen nach oben, es ist zu empfehlen. Wenn wir gerade schon so viel über Lesen reden, habe ich eine neue Technik für euch, was ihr noch erlernen könnt diesen Sommer. Und zwar ist das Speedreading. Also lesen ganz, ganz schnell. Falls ihr lernen wollt zu Speedreaden, würde ich euch mal mein Video dazu empfehlen. Das habe ich hier gemacht. Und ich habe da erklärt, wie ich es schaffe, ganz schnell zu lesen. Eine Theorie ist ja zum Beispiel, dass man nicht die einzelnen Wörter liest, sondern sich drei Punkte in einer Zeile aussucht und dann immer nur zu diesen Punkten guckt. Und so wird man viel schneller lesen können. Weil wir denken es zwar nicht, aber tatsächlich schafft es unser Gehirn trotzdem, den Sinn zu verstehen. Sehr spannend. Nächster Punkt ist, eine Serie mit deiner Familie zu gucken. Vielleicht ist es langweilig für euch, weil ihr nicht auf den gleichen Nenner kommt, was so Serien angeht oder so. Zum Beispiel habe ich mit meiner Mutter zusammen Sissi geguckt, also die alten Sissi-Filme. Jetzt gibt es ja auch die neue Sissi-Serie. Und wir haben auch die Serie Charité angeguckt. Falls ihr nicht so der Serientyp seid, könnt ihr ja auch Puzzles zusammen machen als Familie oder mit Freunden. Ich habe schon so lange kein Puzzle mehr gemacht. Oder sortiere doch mal deine E-Mails auf dem Handy. Ich hasse das. Ich habe ein bisschen Anxiety, wenn ich in mein E-Mail-Postfach reingehe. Ich habe verschiedene E-Mail-Adressen und eine E-Mail-Adresse, da abonniere ich irgendwie immer so ein Newsletter. Und das ist halt so die E-Mail-Adresse, mit der ich mich überall anmelde. Genauso gut kannst du mal wieder alte Freunde kontaktieren. Ich bin mir sicher, dass du noch einige alte Bekannte hast, wie zum Beispiel Leute aus der Grundschule oder so, mit denen du dich vielleicht wieder voll gerne connecten würdest, aber es irgendwie nicht machst, weil du dir denkst, vielleicht haben sie keinen Bock auf mich. Aber die Sache ist, du hast ja nichts zu verlieren, weil jetzt habt ihr sowieso keinen Kontakt. Und wenn du den Personen schreibst, dann entweder antworten sie und alles cool. Oder wenn nicht, dann bleibt es halt so, wie es jetzt ist. Also du hast wirklich nichts zu verlieren. Und ich mag es voll gerne, alte Freunde wieder zu kontaktieren. Gerade wenn ich sie zum Beispiel bei TikTok oder auf Instagram mal gesehen habe. Du kannst auch voll gut auf Stories antworten bei Instagram. Das ist ja wirklich gar nicht weird, eigentlich auf Stories zu antworten. Boah, so eine schlaue Idee. Was du auch noch tun kannst, wenn dir langweilig ist Podcasts anzuhören. Und da kann ich dir auch einen sehr guten Podcast empfehlen, den ich sehr gerne höre. Und zwar ist das Gut Genug. Spaß, das ist mein Podcast. Da rede ich über das Thema Stress, Schule, Ängste, Ideen, über alles, was uns junge Erwachsene so interessiert und was uns auch belastet, würde ich eher sagen. Und ich rede sehr viel über meine eigenen Erfahrungen und wie ich das Ganze löse. Eigentlich sehr spannend und ich habe schon gute Rezensionen bekommen, was mich immer freut. Und ich könnte den Podcast auch gerne bewerten, das würde mich auch sehr freuen. Und ja, der letzte Punkt ist auch wieder eine Self-Promo von mir. Tut mir leid. Und zwar ist der letzte Punkt, etwas über Time-Management zu lernen. Time-Management ist ein Skill, den du dein Leben lang brauchen wirst und den dir dein Leben lang behilfreich sein.
behilfreich? Was ist das für ein Wort? Behilfreich? Was dir auch dein Leben lang helfen wird. Und falls du noch gar keine Ahnung davon hast, oder auch wenn du Ahnung davon hast, würde ich dir trotzdem das Video hier ins Herz legen. Klick gerne rauf und ich hoffe, dass wir uns bald hier wiedersehen. Danke fürs Anschauen. Bis bald. Tschüss.